Wie wird die Ewigkeit sein? Was sagt die Bibel über die Ewigkeit? Jesus Christus wird ein tausendjähriges Friedensreich aufrichten, eine zukünftige Heilsepoche, dazu gibt es ein Video. Während des tausendjährigen Friedensreiches wird der Teufel gebunden sein im Abyss, so dass er die Menschen nicht verführen kann. Am Ende des tausendjährigen Friedensreiches wird der Teufel noch einmal freigelassen werden, so dass er die Menschen noch einmal verführt zu einer Auflehnung gegen Christus. Christus wird diese Auflehnung beseitigen und der Teufel wird in den Feuersee geworfen werden, in dem er sein wird in Zeit und Ewigkeit. Es wird dann der große weiße Thron im Zentrum stehen. Dafür werden alle Menschen, alle ungläubigen Menschen auferweckt werden. Das ist die sogenannte zweite Auferstehung. Das heißt, die Körper aller ungläubigen Menschen aller Zeiten werden auferweckt werden, sodass alle ungläubigen Menschen vor dem großen weißen Thron erscheinen können, ganzheitlich mit Geist, Körper und Seele. Die erste Schöpfung wird dann beseitigt. Die erste Schöpfung, die erste Erde und der Himmel wird dann beseitigt, so dass der Thron alleine steht mit allen Menschen. Es werden dann Bücher geöffnet werden, das Buch des Lebens und das Buch, in dem alle Werke der Menschen stehen werden. Und die Menschen, die jetzt vor dem Thron stehen, sind Menschen, die nicht an Jesus Christus und an den lebendigen Gott glauben. Und diese werden dann verurteilt zur ewigen Gottesferne, zum Feuersee. Das ist der Ort der ewigen Gottesferne. Und das ist auch der Moment, wo jeder Mensch bekennen muss, dass Jesus Christus Herr ist. Es wird dann auch der Tod an sich, der erste Tod und der Hades in den Feuersee geworfen werden. Gott wird dann eine neue Erde und einen neuen Himmel machen. Die erste Schöpfung ist vergangen. Gott wird dann eine komplette neue Schöpfung machen, ein neues Universum, eine neue Erde. Auf der neuen Erde werden dann alle alttestamentarisch Gläubigen leben und diese neue Erde wird keinen Ozean mehr haben, kein Meer, es wird keine Nacht mehr sein, kein Tod und es wird auch keine Sonne mehr sein, denn Gott selbst wird das Licht sein. Das ist die neue Erde, diese wird geprägt sein von Herrlichkeit, von unglaublich großer göttlicher Herrlichkeit. Die Ekklesia, die alle wiedergeborenen Christen, werden dann das neue Jerusalem sein. Sie werden außerhalb der neuen Schöpfung leben, im Vaterhaus, das ist der Aufenthaltsgott selbst, als das neue Jerusalem, als die Braut Christi. Und diese Braut Christi, das neue Jerusalem, wird aber Gemeinschaft haben mit den Menschen auf der neuen Erde, als die Hütte Gottes wird sie Gemeinschaft haben und so wird das eine große, harmonische, herrliche Familie Gottes sein. Die Menschen auf der neuen Erde und die Ekklesia im Vaterhaus. Das ist der Zustand der Ewigkeit, der achte Tag.